Sag mal, Kinder, freut ihr euch auch so wie der Pumuckl über jede Blume, die aus der Erde herausspitzt? Ja, so viel Unsinn und Narretei der kleine Kerl im Kopf hat, bei Blumen, da kennt er keinen Spaß. Kein Wunder, denn so ein Kobold ist ja im Tiefsten ein rechtes Naturwesen, so ein bisschen auch verwandt mit Elfen und anderen Naturgeistern. Und weil das so ist, gibt's jetzt für den Pumuckl ein großes Glück. Das kleine Beet, das sich der alte Hausmeister im Hof vom Nebenhaus angelegt hat. Das Beet ist 2 Meter lang vielleicht und 1 Meter breit. Es liegt an einer ganz geschützten sonnigen Stelle, und wenn die Nächte kalt werden, dann deckt der alte Mann sorgfältig seinen kleinen Garten mit einer durchsichtigen Kunststoffdecke ab. Und der Erfolg ist, dass jetzt 3 herrliche brandrote Tulpen zu blühen begonnen haben. Der Pumuckl, der jeden Tag nachschaut, hat natürlich die 3 Tulpen sofort dem Meister Eder gemeldet. Oh, du, das muss ich dir erzählen. Was denn? Die Köpfe von den Tulpen, die sind so groß und so rot wie, es gibt überhaupt nichts, was so rot ist. Nicht mal du bist so rot, wenn du zornig bist. Ja, dann müssen sie schon ganz narrisch rot sein. Ja, du musst unbedingt mal rübergehen und sie anschauen. Das musst du unbedingt machen. Nein, doch gleich. Ich kann jetzt nicht mitten in der Arbeit aufhören und dann übergehen. Außerdem sieht das so neugierig aus. Das macht doch nichts. Neugierig sein ist ja nichts Böses. Na, ich weiß nicht, das ist... Wenn man die Tulpen sieht, dann wird es einem so schön da drin. Wo drin? Ja, da im Hals oder im Bauch. Okay. Ich weiß es nicht so genau. Und, weißt du, man sieht den ganzen Tag rot. So? Ja, wenn man die Augen zumacht. Ob ich mir das gerade wünsche, dass ich den ganzen Tag lang rot sehe, ich weiß nicht. Du bist dumm. Was? Dumm, was? Dumm, wenn du Blumen nicht anschauen magst, dann bist du dumm. Wär nur nicht gleich so böse. Ich mag's ja anschauen. Ich geh nachher ranüber. Ja, und ich geh mit. Und jetzt mache ich das schönste Gedicht, das ich überhaupt je in meinem ganzen Pumuckl-Leben gemacht habe. Nämlich ein Tulpengedicht. Jawohl, das muss man dann mit einer ganz fabelhaften Stimme sagen. So? Also ungefähr so. Ja, also. Bitte sei mal still jetzt. Also lass her. Bitte sei mal still und lass mich jetzt das Tulpengedicht sagen. Wenn die Tulpen blühen und wie Feuer Wie Feuer! Ich hab's! Rot wie Feuer! Ja. Feuer ist das röteste Rot, das es gibt. Also jetzt nochmal. Nochmal. Wenn die Tulpen blühen und wie Feuer glühen, dann glüht es in mir auch vom Halse bis zum Bauch. Ja, das ist ein sehr schönes, das ist eines der allerschönsten roten Tulpengedichte, die je überhaupt irgendjemand gemacht hat. Der Meister Eder war über diese Begeisterung so gerührt, dass er mittags auch gleich mit dem Pumuckl in den Hof rübergegangen ist. Aber könnt ihr euch die Gesichter von den beiden vorstellen, als von den 3 Tulpen überhaupt keine mehr da war? Leer war die Stelle. Ja, aber die waren doch heute früh noch da, ganz bestimmt. Ja. Und jetzt sind sie weg. Oh, du hast sie gar nicht gesehen. Psst, wenn dich jemand hört. Aber wie nett das Beet da herkriegt ist. Mit so viel Liebe schon. Aber die Tulpen sind weg. Na ja, tröst dich. Da kommt ja noch allerhand anders raus, was aber da meine was Tulpen, alles wächst. Meine schönen Tulpen, wo ich mich doch so gefreut habe. Weißt du, ich könnte vor Zorn, was ich alles könnte. Wie bist denn gleich stark? Da kommt der Hausmeister. Komm, wir laufen schnell weg. Na, das wäre ja komisch. Herr Eder, grüß Gott, Herr Eder. Ja, grüß Gott, Herr Holzleitner. Gerade schaue ich mir Ihren Garten da an. So. Nett haben sie ihn angelegt. Gell? So ein bisschen ein Garten ist eine richtige Freude in unsere trostlosen Hinterhöfe. Mein Herr Eder, reden Sie mir nicht von Freude. Die Menschen sind ja so bös. Wieso? Na, schauen Sie, kaum ist was Schönes da, müssen Sie das kaputt machen. Es könnte einem alles vergehen. Also ich muss schon sagen, wie ich mir den Garten angelegt habe ich mir so etwas nicht gedacht. Ja, aber was ist denn passiert? Ja, Sie wissen doch, da waren schon die schönen Tulpen, nicht? Tulpen? Ein paar, ja.
eine ganz besondere Prachtsorte, kann ich Ihnen sagen. Rote Kaufmania. Mhm. Und heute früh waren sie das erste Mal ganz richtig aufgeblüht. Mhm. Ja, und wie ich 2 Stunden später hinschaue, da waren sie weg, meine Tulpen, rausgerissen. Ach, das ist ja allerhand. Ja. Ja, haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Nein, Sie wissen doch, Herr Eder, wir haben hier eigentlich lauter nette Leute in unserem Haus. Mhm. Und alle freuen sich über meinen kleinen Garten und über das Blumenbett. Ich kann mir's wirklich nicht denken, wer es war. Ja, sowas ist aber traurig. Ja, sehr traurig. Und traurig ist das richtige Wort dafür. Mhm. Ja, da haben Sie recht. Mir ist aber die ganze Freude vergangen. Da macht man sich die Arbeit und alle hätten was Schönes zum Anschauen und dann müsste man einen Hofhund hinstellen, dass keiner alles kaputt macht. Na ja. Aber so sind es heutzutage die Menschen. Ja, so müssten es aber nicht sein. Ich hoffe, Sie erwischen denjenigen, der es war. Ich glaub's nicht, dass ich ihn erwische, Heder. Und wen? Jetzt ist schon geschehen. Ja, da haben Sie recht. Jetzt sind die Blumen schon ausgerissen. Ja, da sind also der Meister Eder und sein Pumuckl wieder heimgewandert. Aber kaum daheim hat der Pumuckl seinem ganzen Zorn freien Lauf gelassen. Ui, 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 wenn ich den erwische, wenn ich den erwische, dann reiß ich ihm alle Haare aus. Aber Pumuckl... Ach, geh. Und dann weißt du, was ich dann mache? Dann schütte ich ihm alles aus, was er in die Hand nimmt. Und dann werde ich ihm... Ja, ja, wenn du ihn erwischt. Aber du hast ihn noch nicht. Oh, ich werde ihn erwischen. Nein. Und du bitte, du musst mir sofort denken helfen. Gib mal Acht. Setz dich jetzt mal bitte hier in diesen Stuhl. Ja, ich habe eigentlich jetzt gar keine Zeit zum Hersitzen. Du sollst dir ja auch gar keine Zeit zum Dahersitzen, sondern zum Daherdenken nehmen. Also gut, dann setz ich mich. So, und jetzt sitze ich auch. Ja. So, und jetzt denken wir beide daher. Ja, also komm, so mach den Finger an die Stirn. So, ja. So, also, welche Menschen stehlen Tulpen? Welche Menschen? Sicher haben Tulpendiebe lange Nasen. Was? Und eine Warze darauf. Und was? Na, Pumuckl, Diebe kennt man nicht am Gesicht. Was? Diebe muss man erwischen. Aha, ja. Jetzt hab ich's. Dann sind Diebe also Leute, die sehr schnell laufen. Hm. Oh. Ich kann noch viel schneller laufen. Okay. Und ich will jetzt gleich auf die Straße schauen, ob ich jemand schnell laufen sehe. Na, Pumuckl, das nützt nix. Bei der Tat muss man's erwischen. Aber wenn Sie aber doch die Tat schon getatet haben. Ja, mei, ich weiß nicht, wer sowas tun könnte. Also, da hilft alles Denken nichts. Also, kennst du denn nicht irgendeinen einzigen Dieb? Nein. Weißt du einen, bei dem man nachschauen könnte, ob er vielleicht die Tulpen hat? Nein, leider. Das heißt, Gott sei Dank, weißt, die Tulpen kann irgendjemand gestohlen haben, ein ganzer Fremder, der zufällig in den Hof gekommen ist. Also das ist doch, aber reißt man denn Blumen ab, wenn man nur so zufällig wohin kommt? Im Allgemeinen nicht, aber es könnte doch so sein. Wenn man zufällig wohin kommt, dann weiß man doch gar nicht, wer einem zufällig alles zuschaut. Ja, nicht? Das stimmt. Und dann lässt man doch lieber die Tulpen stehen. Und wenn man aber weiß... Ah, jetzt weiß ich's. Was denn? Wenn man was weißt aber du? Weiß, dass der Hausmeister nicht zu Hause ist, nicht zu Hause ist, dann, also ich glaube, es ist jemand, der ganz und gar nicht fremd ist. Aber von den Leuten im Haus sagt der Hausmeister, dass sie alle nett sind. Und von den Leuten im Haus tut's auch keiner. Wieso? Weil ihn jeder kennt, wenn er mit den Blumen in der Hand die Treppen raufgeht. Ja, in der Hand. Und wenn er die Blumen aber gar nicht in der Hand hat, sondern in einer Tasche? Hm? Ja, dann war er wahrscheinlich eine Frau. Denn Männer haben keine so großen Taschen. Oi, 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 oi. Wenn es eine Frau ist, dann lasse ich ihr alle Maschen an allen Strümpfen laufen. 3 Wochen lang. Jawohl, das werde ich machen. Dadurch werden die Tulpen auch nicht mehr zurückversetzt. Dem Hausmeister nützt es überhaupt gar nichts. Nein, dem Hausmeister nicht, aber meinem Zorn nützt es was. Rache, Rache, Rache! Ah, Pumuckl, das mit der Rache ist ein Schmarrn. Ich hab nichts gegen einen Denkzettel, aber... Wenn die Frau das getan hat, dann werde ich diese... Es ist ja noch gar nicht heraus, dass es eine Frau ist. Wieso nicht? Kann genauso gut
ein Kind gewesen sei. Die denken sich da oft gar nichts dabei. Ein Kind? Wenn es ein Kind war, dann... Warte mal, dann werde ich ihm seine allerliebste Puppe verschleppen. Oder seine liebste Lokomotive. Das hat alles keinen Sinn. Hör mal das Denken auf und arbeiten wir lieber. Ja, bitte, dann hör du nur zu denken auf. Ich nicht. Ich denke. Jawohl, ich denke. Und wenn mir der Kopf platzt dabei... Ah, wie er ewig schaut. Ich mach jetzt weiter. Ah ja, mach du nur weiter. Ich suche inzwischen weiter. Ich suche die ganze Stadt aus. Jeden Fleck in der ganzen Stadt suche ich aus. Der Pumuckl ist finster entschlossen auf und davon gesaust. Und um seinen Zorn noch einmal für das Unternehmen so richtig aufzuladen, ist er zuerst noch rübergesaust zu dem geplünderten Gärtchen. Und da hat er sich auf einen Stein gesetzt und scharf nachgedacht. Während er so dasaß, ist die Caroline in den Hof gekommen und hat zum Fenster vom Fritz hinaufgerufen. Nein, ich kann nicht. Warum nicht? Weil wir Geburtstag feiern. Hast du Geburtstag? Nein, meine Mutti. Und meine Tante kommt zum Kaffee. Und da muss ich daheim bleiben. Och, das ist ja blöd. Aber komm du doch schnell mal zu mir rauf. Ich zeig dir meinen Goldhamster. Gut, ich komm rauf. Bei dem Wort Geburtstag hat der Pumuckl seine Ohren gespitzt. Dass man sich zum Geburtstag was schenkt, das weiß er inzwischen. Warum nicht Tulpen? Und da dem Pumuckl sowieso beim Nachdenken nichts eingefallen war, ist er hinter der Caroline drein zum Fritz gelaufen. Der Fritz hat seine Freundin in das Zimmer geführt, wo der Geburtstagstisch gedeckt war. Was hast du denn deiner Mutti zum Geburtstag geschenkt, Fritz? Och, ich hab ihr was gebastelt. So eine Schachtel, wo sie ihr Nähzeug und sowas reintun kann. Zeig mal, Fritz. Da steht sie doch, neben den Tulpen. Schön. Die Tulpen sind auch von mir. Toll, da hat sich deine Mutti bestimmt gefreut. Hat sie auch. Du... Schau mein Goldhamster an. Wo? Ach so, schön. Den Käfig habe ich dazu gekriegt. Toll. Geh aber nicht hin. Er ist noch scheu. Lass du den nicht raus? Doch, aber erst, wenn er zahm ist. Sonst verkriecht er sich so, dass man ihn nimmer findet. Schad. Mach doch das Gitter auf. Nein, der Käfig bleibt zu. Spaßverderber. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Pumuckl wie ein Karussellpferd um die Tulpen herumgesaust ist? Es waren seine Tulpen. Im ersten Augenblick wollte er schon alles vom Geburtstagstisch herunterwerfen. Aber da ist ihm gerade noch rechtzeitig eingefallen, dass das ja für die Mutter und nicht für den Fritz eine Strafe wäre. Dann ist er mit einem Satz zum Fritz und zur Caroline. Aber da war gar nichts, wo er seine fürchterliche Rache hätte anbringen können. Und ein bisschen zwicken, das ist doch wahrlich nichts. Da ist der Pumuckl wie aus der Pistole geschossen zum Meister Eder gesaust. Dem musste die richtige Rache einfallen. Was ist denn? Ich hab die Tulpen! Der Fritz, der hat die Tulpen. Oh. Ah, wer hat sie denn nun? Ich hab sie gefunden und der Fritz hat sie gestohlen. Was? Zum Geburtstag von seiner Mutter hat er sie gestohlen. Komm, hilf mir schnell nachdenken über eine fürchterliche, schreckliche Rache. Soll ich dem Fritz was über seine Schulhefte schütten? Oder soll ich Blätter aus seinen Büchern reißen? Ich will was ganz Schreckliches sollen. Langsam. Schreckliches. Erstens einmal kann er die Tulpen auch gekauft nein, haben. Nein, ich kenne ja die Tulpen persönlich. Es sind die Tulpen. Also jetzt muss etwas passieren. Also weiß, Pumuckl, davon verspreche ich mir gar nichts. Doch. Wenn dem ein paar Blätter im Buch fehlen, deswegen reißt er das nächste Mal ruhig wieder Blumen ab. Aha, ja. Ja, aber was denn dann? Aufkommen muss er. Und dann eine richtige Standpauken kriegen. Ja, aber ich kann ihm doch keine Pauke geben. Na, du nicht. Aber du? Ich auch nicht. Ja, wer dann? Woher soll ich's denn wissen? Das wäre ja komisch. Ja, du kannst gar nicht wissen. Wenn das wirklich die Tulpen sind, dann hat es abgerissen und nicht abgeschnitten. Das müssen wir unten an die Stiel ganz deutlich sehen. Aha. Hast du hingeschaut? Nein, das geht ja nicht, weil die Stängel sind in einer undurchsichtigen Vase. Ah. Was denn? Ganz deutlich. Also, du hast nämlich vollkommen recht. Also, ich
muss nämlich die Vase. Was musst du? Ich muss die Vase umwerfen und dann fallen die Blumen raus. Ja? Und dann sieht man die Stängel und dann eine schöne Wasserlache ist ja auch da. Und die Mutter sieht es auch. Und ich bin schon fort. Vase fällt gleich um. Wiederschauen. Na, das ist aber jetzt schnell gegangen. Fritz? Ja, gleich, Mutti. Ich begleite nur noch die Caroline. Nein, nichts wird da begleitet. Verabschiede dich und komm gleich rein. Also, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, Caroline. Auf Wiedersehen, Fritz. Fritz, jetzt komm halt schon. Ich bin ja schon da, Mutti. So, du musst dich jetzt umziehen. Ja, Mutti. Die Tante Helma kommt gleich. Na, die wird staunen über die schönen Geschenke. Mutti, die Vase. Ja, wie ist denn das passiert? Ja, ich bin doch gar nicht hingekommen. Ich auch nicht. Komm, hol schnell den Putzlumpen. Ja. Ach, so eine Bescherung. Ich bin ja nur froh, dass du die Tulpen in keine wertvolle Vase getan hast. Da ist der Lumpen. So, nicht die Scherben anrühren, sonst schneidest du dich. Nein, ich tue nur die Blumen aufheben. Ach, so. Ja, sowas, die schönen Blumen. Naja, ist ja schon wieder gut. Komm, jetzt gib mir die Blumen. Ich tue sie in eine andere Vase. Du, sag einmal, Fritz. Hast du die Stängel da unten so ausgefranst? Ausgefranst? Ja, die schauen ja aus, als wären's abgerissen und nicht abgeschnitten. Hast du die Tulpen nicht gekauft? Nein, Mutti, ich hab sie gekriegt. Ach so? Ja, von wem denn? Hast du am Ende gar jemand angebettelt? Nein, bestimmt nicht. Na ja, woher sind's denn dann? Vom Hausmeister. Ach, aus dem netten kleinen Garten. Stimmt, ich hab's ja selber gesehen, dass da welche blühen. Ja, und die hat dir der Hausmeister geschenkt? Ja, Mutti. Ja, hast du ihm gesagt, dass ich Geburtstag hab? Ja, Mutti. Also, das finde ich ja zu nett. Da muss ich jetzt gleich runtergehen und mich bedanken. Nein, Mutti, bleib da, das braucht's nicht. Ja, wieso denn nicht? Weil ich mich schon bedankt hab. Na, aber hör mal, deswegen muss ich mich doch trotzdem bedanken. Das mache ich jetzt gleich noch, bevor die Tante Helma kommt. Nein, Mutti, der Hausmeister ist jetzt überhaupt gar nicht da. Ja, der ist weggegangen. Du, Fritz, sag einmal, hat dir der Hausmeister die Blumen wirklich gegeben? Ja, Mutti. Fritz, sag die Wahrheit. Hast du sie nicht einfach abgerissen? Mutti, weißt du, der Hausmeister hätte es mir aber bestimmt zu deinem Geburtstag gegeben. Er war bloß gerade nicht da und da habe ich gedacht... Fritz, du hast überhaupt nichts gedacht. Du hast sie einfach genommen. Aber ich wollte dir doch eine Freude machen, Mutti. Was würdest du jetzt sagen, wenn die Caroline dir deinen Goldhamster wegnehmen würde, um ihrer Mutter damit eine Freude zu machen? Ein Goldhamster ist doch ganz was anderes. Ja, für den einen sind's die Tulpen und für den anderen der Hamster. Für den anderen der Hamster. Ich hab's aber nicht bös gemeint. Siehst du, das glaube ich dir sogar. Aber jetzt... Mutti! Der Goldhamster! Der Goldhamster ist raus! Er ist weg! Ja, er ist weg. Ja, aber der kann doch gar nicht weit sein. Wie ist denn die Käfigtür aufgegangen? Ich weiß nicht, Mutti. Vielleicht ist er zur Wohnungstür raus. Mein Goldhamster. Na ja, komm, die Tür war ja gar nicht offen. Der muss sich hier sicher irgendwo verkrochen haben. Mutti, bitte, hilf mir doch suchen. Ja, komm, also meinetwegen. Unterm Schrank ist er nicht. Und unter der Couch auch nicht. Vielleicht unter... Gib Acht, die Stehlampe, die... Na, oh, so eine mein Bescherung. Goldhamster. Jetzt ist die Stehlampe auch noch in Scherben. Fritz, hör jetzt sofort auf, dich wie ein Irrer aufzuführen. In 10 Minuten kommt die Tante Helma. Du bringst mir noch die ganze Wohnung mit deinem Viehzeug durcheinander. Da kann doch nicht weit sein. Komm. Mir ist jetzt wirklich viel wichtiger, dass das mit den Tulpen in Ordnung gebracht wird. Ich will keine gestohlenen Tulpen hier sehen. Aber Mutti, mein Goldhamster. Hier, jetzt nimm die Tulpen und du gehst jetzt sofort zum Hausmeister. Verstanden? Mutti, mein Goldhamster. Psch, 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 psch. Goldhamster, schön hier hinter dem Sofakissen bleiben. Vielleicht erschrickt dann noch die gute Tante Helma, wenn sie gerade den Geburtstagskuchen isst. Aber jetzt sause ich runter, ob der Fritz nicht auch noch vom Hausmeister fürchterlich geschimpft wird. Das will ich doch ganz bestimmt jetzt wissen. Guck doch mal.
Grüß Gott, Herr Holzleitner. Grüß Gott. Da sind die Blumen. Ja, Fritz, sind das nicht die Tulpen aus meinem Garten? Ja, Herr Holzleitner, das sind Ihre Tulpen. So. Der Fritz hat's abgerissen, weil er sie mir zum Geburtstag schenken wollte. Na, so was. Na ja, mei, Kinder denken da heute ein bisschen wenig. Und jetzt möchte ich Ihnen sagen, dass es ihm sehr, sehr leid tut. So, so. Na ja, nachher war's ja wenigstens für einen guten Zweck, nicht wahr? Und dann ist es auch nicht so schlimm. Aber abgerissen ist abgerissen, Fritz. Ich will's auch nicht mehr tun. Na, der Fritz tut's ganz bestimmt nimmer, Herr Holzleitner. Aber die Blumen sollen wenigstens bei Ihnen in der Vase stehen, damit Sie wenigstens einen schönen Anblick haben. Nein, nein, also ich nehme die Tulpen auf gar keinen Fall mehr zurück. Jetzt behalten Sie es nur. Und ich wünsche Ihnen nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag heute. Na ja, aber nein. Nein, doch, doch, doch. Ist ja schon gut, dass ich wenigstens weiß, wo Sie hinkommen sind, nicht wahr? Und das nächste Mal, Fritz, dann sagst du mir, wenn du Blumen brauchst, nicht? Und dann wären wir uns schon einig, gell? Weil sonst bockt die bei den Ohrwascheln. Ja, Herr Holzleitner. Ja, mei, was mache ich denn jetzt? Ja, was? In eine Phase stellen sie so halt die Tulpen und ein bisschen denken sie an den alten Herrn Holzleitner. Und dann ist halt... Oh! Na, was ist denn, Fritz? Jetzt hat mich was fürchterlich gezwickt, Mutti. Da im Fuß. Den hat gar nichts im Fuß zwickt. Das ist nur sein schlechtes Gewissen, gell? Das hat dich ein bisschen zwickt, du Hundsbur, du. Dass das nicht das schlechte Gewissen war, sondern der Pumuckl, das ist klar. Bei dem Hausmeister ist er so gar nicht richtig auf seine Rechnung gekommen, auf seine Racherechnung sozusagen. Aber anschließend hatte er noch so einen Koboldspaß, dass er wieder ganz versöhnt und lustig wurde. Er ist wieder in die Wohnung rauf und... Aber hören wir lieber dem Pumuckl selber zu, wie er die Geschichte dem Meister Eder erzählt. Ja, also erzähl, was ist denn los? Zuerst haben alle... Was haben Sie gesucht? Zuerst haben alle gesucht. Aha. Und gesucht. Und ich habe immer den Gold. Ich habe immer den Goldhamster festgehalten unterm Sofakissen. Und dann, was? Dann haben sie endlich Kaffee getrunken. Mhm. Und dann? Ja, was war denn dann? Und dann habe ich den Goldhamster losgelassen. Ja. Und der ist über die Couch gesaust. Über die Couch gesaust, wie eine Maus. Und direkt auf den Fritz zu. Ja. Und der hat die Schokoladentasse umgestoßen. Und die Tante hat so geschrien, so. Und dann... Und dann kam die... Was war denn dann? Und da war alles durcheinander. Und der Pumuckl war so zufrieden, dass ihm gleich eine ganze Ecke Kuchen geschmeckt hat. Ah. Hat aber in der Aufregung überhaupt keiner gemerkt. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt muss ich sofort schlafen. So satt und so müde bin ich von der vielen, vielen Tulpenarbeit. Hast du eigentlich heute auch so viel gearbeitet wie ich? Was du unter Arbeit verstehst, Pumuckl. Alles, was nützlich ist, ist Arbeit. Da hast du recht. Und es war entsetzlich nützlich. Entsetzlich. Nützlich. Ja, nützlich war das als Lehre für den Fritz bestimmt. Ich glaube, dass der keine Blumen mehr abreißt. Und hoffen wir, auch kein anderer. Dann wird es nämlich bald wieder herrlich blühen in dem kleinen Garten im Hinterhof.